So, Tutorial, neue Rakete, Nummer uno. Parallel natürlich, ja, Doppelfolge, Rakete, Aufbau der Rakete, Aufbau meiner Rakete. Wie ihr wisst, habe ich eine kleine Forschungsreihe gemacht. Und diese Forschungsreihe über die Rakete, die läuft quasi genau jetzt parallel mit. Ihr seht quasi das, was ihr jetzt seht, auch in der Forschungsreihe. Und ja, da haben wir so ein bisschen hergeforscht und jetzt geht's los. Wir bauen eine Rakete auf. So, wir suchen uns erstmal hier eine Raketenkorpus aus. Es gibt hier vier unterschiedliche Korpusse zur Auswahl. Den haben wir genommen. Jetzt nehmen wir mal Type C und damit beginnt das Übel. So, damit setzen wir die Rakete. Bumm, das ist die Rakete. So. Das ist ja auch ein Ding wieder. Es gibt unterschiedliche von den Füchsen. So. Aber das ist nur ein optischer Aspekt. Wir nehmen jetzt C4. So, wir nehmen jetzt den C3, C4, C4, C2. D1 und ein Deckel. Welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den dicken Deckel. So, das heißt, wir machen erstmal einen Korpus. Den Korpus können wir jederzeit minimieren oder maximieren. Diese ganzen Sachen, habe ich total vergessen, baut hier in der Rocket Manufactory. Dort werden die ganzen Sachen hergestellt. So, dann baut ihr einen Launch Mount. Ja, der Launch Mount bekommt eine ID. Dieser hier hat 1309. Dieser hier hat 1312. Dieser hier hat 1317 und so weiter. Also jeder Launch Mount ist quasi denn ein Standort. Diesen Launch Mount da baut ihr hier bitte 8 Blöcke drumherum. Den in der Mitte lasst ihr frei. Und dann könnt ihr den Launch Mount darauf bauen. Ne, das erstmal zur grundlegenden Technik. Das heißt, 8 Blöcke schon rum, in der Mitte der bleibt frei und dann könnt ihr den Launch Mount bauen. Darauf baut ihr die Fuse. Erstmal dieser schmale, das ist die Rakete selber, das legt auch die ID der Rakete fest. Und dann macht ihr quasi Korpusse eurer Wahl, je nach eurer Farbe, eine Spitze und fertig. Ja, ob die Rakete so groß wird, wissen wir noch nicht. So, als nächstes brauchen wir eine Engine. Damit steht und fällt die Rakete. Ich nehme die kleinste und einfachste Engine, die es gibt. Das ist die kleine Gasengine, diese hier. Die hat auch nur einen Triebwerksslot, sag ich mal, oder eine Düse. Ne? Nicht so wie die hier hinten. Ne, die hat schon zwei. Und dann gibt es noch fette Riesendinger, die mit rein. Ne? Der hat auch noch zwei, und da gibt es noch eine mit drei, möchte ich sagen. So. Die bauen wir hier erstmal im Creative so zusammen. Dann bauen wir erstmal den auch. So, dann gucken wir erstmal an, wie unsere Rakete aussehen wird. So, so wird unsere Rakete aussehen. Ganz entspannt. Hier der Ring oben. Hier der Ring unten. Ja, irgendwie so. Naja. Es spielt auch nicht so die Rolle. So. Was machen wir in die Rakete rein? Ja, das allererste ist, wir brauchen ein Flüssigkeitsspeicher. Diese Rakete fliegt mit Gas. Ne? Wir machen die Rocket mit einer Gas Engine. Ich bin dabei, die anderen Engines zu erforschen. So, ich habe es beim letzten Mal gemacht mit diesen wunderschönen Kapseln. Die wunderschönen Kapseln haben folgenden Vorteil. Erstmal
Erstmal sind sie schon klein. Ich kann sie auch richtig gut umringen. So, das heißt, diese Kapsel so, 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 so. Jetzt haben wir hier so ein kleines Kapselviereck. Ein kleines Kapselviereck wird nicht gehen. Da muss nämlich die hier frei bleiben. So, und das könnte schon reichen. Ihr könnt mehr bauen. Wenn ihr denn meint, dass ihr mehr bauen müsst. Ja, das soll euch quasi... ihr müsst euch nicht ganz an das Rezept hier halten. Wenn die Rakete für längere Strecken gebaut werden muss, ja, dann müsst ihr euch mehr einbauen. Ja, mir würde das reichen. So. Jetzt kommt erstmal unsere andere Rakete wieder. So, da kommt sie gerade wieder mit unserem Code. So, da ist unsere Rakete, die wir jetzt quasi schon gebaut haben. Ist gerade gelandet, hat ein paar Ressourcen mitgebracht, alles wird schön. Jo. Die macht ihren Job und fertig erledigt. Wird eben trotzdem betankt. Ne, alles kein Problem. Hat halt noch Cargo in drinne. Das ist aber schon ausgegangen. Die sind auch ausgegangen. Jo. Ist wie das ist. Wir kümmern uns um unsere Rakete. So, ich möchte sagen, dass ich in der anderen Rakete Doppelkapseln genommen habe. Ich nehme es hier mal auch. Weil ich mir sage, okay, ein bisschen Reichweite will ich doch haben. So. Das ist quasi Doppelkapselrakete. So, und dann braucht ihr noch einen Pressure Regulator. So. Und zwar müsst ihr den, ihr könnt den direkt so einbauen, dass er dazwischen sitzt. So. Nee, könnt ihr nicht. Ihr müsst ihn mindestens da einbauen. So, dann verbindet ihr das alles. Wunderbar. Und unten sieht es auch noch relativ strukturiert aus. Ne? Wenn man das jetzt hier so macht. Und alles wird schön. So. 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 Hier noch schnell verkabeln. Und dann ist jetzt alles tutti. So. Hier in der Mitte. Insulated Pipe. Zack, zack. Und zack. So. Und dann verbindet ihr die ganzen Füchse alle miteinander. Zack. 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 Den da rein. Den. Rin. 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 So, alles miteinander verknüpft und verbunden und gemacht und getan. Fertig. Antrieb. Fuel Tank. Mit Kabel und allem drum und dran. Denn habe ich eine Mining-Rakete gebaut. Das heißt, eine Mining-Rakete braucht dann erstmal als nächstes Cargo-Einheiten. Das wäre aus meiner Sicht das nächste, was kommt. Ja, um die Umbilicals und den ganzen Quatsch kümmern wir uns nachher. Wir brauchen Cargo-Einheiten. So, das geht aus zwei unterschiedlichen Varianten. Der Einfachheit halber empfehle ich euch nur eine Sorte Cargo. Also entweder diese oder diese mitzunehmen. Ja, wenn ihr mehrere Sorten Cargo habt, dann habt ihr natürlich auch den Nachteil,
So, ein, so. Da ist keiner zwischen, hier ist einer zwischen, da sind zwei zwischen. So, bam, bam, bam. So müsst ihr auch nur eine steuern, eine Cargo-Geschichte. Und ihr kriegt halt drei nebeneinander. Das ist beim Cargo. Ja, ich sag auch erstmal, nehmt erstmal drei mit, wir könnten immer noch machen. Wir bauen hier eine Small Engine. So, die müssen natürlich unten alle miteinander verbunden werden. Ja, wie machen wir das jetzt? Ne? So, unten ist relativ einfach. So, da ist die Verbindung. Ja. Reicht genau hin. Könnten wir jetzt hier die Umbilical dran bauen. So, das erstmal zu Cargo. Wir können die Umbilical auch seitlich anbauen tatsächlich. Dann ist er halt nicht mittig, so wie hier. Sondern seitlich. Lasst mich kurz überlegen. Ihr könnt euch das ja selber quasi platzieren, wie ihr das wollt. Aber wenn die Umbilical seitlich ist, sparen wir noch mehr Platz. Und ich bin ja gerne immer für einen effizienten Aufbau. So, Umbilical. So, Shoot Umbilical. So. Wie wäre denn so? Und ihr müsst genau gegenüber im Launch Mount den platzieren. Er fällt jetzt hier schon rüber. Ist quasi genau gegenüber dieser Umbilical am Start. So, dann könnt ihr nämlich, und das ist auch eine gute Sache, und zwar eine weitere Umbilical bauen. Und zwar die elektrische. Die elektrische muss von dem restlichen Elektrosystem entkoppelt sein. Ich versuche sie mal so hinzudrehen, wie ich sie brauche. So. Machen wir eine elektrische Umbilical. Und dann machen wir hier eine Rocket Battery. Brauchen nämlich Saft. So. Wir dürfen aber mit dem Saft hier nicht uns kreuzen auf irgendeine Art und Weise. Mal gucken, dass wir jetzt hier ja irgendwas wählen, damit wir wieder uns bewegen können. Mal gucken, ob wir das da tatsächlich nehmen wollen. Oder ob wir noch anders uns da vorbeischlenkern. Wir brauchen ja auch Batterien, die nehmen wir mal wieder weg. Ne? Das ist ja ganz klar so. Ich hätte schon gerne mindestens zwei Batterien dabei. So. Denn schon auch eine Medium Battery. Ihr müsst gucken, es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Ja. Und ich habe das bisher nichts vermanscht. Wir würden jetzt hier statt jetzt genau eine Batterie reinkriegen. Genau eine, und dann wäre nämlich Fire Evening. Und das müssen wir gucken, dass wir das irgendwie schlau machen. Wir bauen einfach weiter. Wir bauen einfach weiter. So, jetzt nehmen wir wieder Shoot. Die Batterie stopfen wir hinterher da rein. So, das heißt, wir kommen und machen hier einen Overflow. So, und zwar so ein Overflow. So ein Overflow. Und so. So, das wäre jetzt erstmal der Overflow. So, und jetzt müssten wir die Miner besorgen. Das wäre nämlich die Rocket Miner. Die Rocket Miner, genau, müssen genau so sitzen. 1, 2, 3. Und dann wieder mit Shoot.
So, 3. Ich habe in der Rakete nebenan auch 5 drinne. Das hat ja einen guten Grund, warum ich das so habe. Ich mach mal Shoot. Ich müsste es eigentlich hinkriegen. Hier den. Hier den. Und hier den. So. Hier ist das Problem. Ich könnte 5 meiner reinkriegen, wenn ich den von der Seite komme. So, und dann hier oben einfach 1, 2, 3 nebeneinander. So, und dann kriege ich das nämlich ganz locker hin. Das ist denn die Spar-Spar-Spar-Variante. Spar-Varianten sind doch immer gut. So, den so. Dann runter, runter, runter. So. Dann haben wir hier nämlich Battery Platz. Aber wow! Haben wir da Battery Platz. Ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir damit handhaben. Aber da kriegen wir bestimmt 2 rein. Rocket. Battery. Ja. So. Von unten den Eingang. Das ist okay. Ja, die würde ich jetzt hier tatsächlich so hinbekommen. Das ist tatsächlich so. Von oben oder von unten den Eingang spielt eigentlich keine Rolle. So, jetzt hätte ich hier von unten den Eingang und würde aber keine zweite hinbekommen, weil der Platz da wieder nicht reicht. Oder ich schraube sie einfach davor. Ich schraube sie einfach davor. Und dann etwa so. Das müsste gehen. So. Dann bekommen wir nämlich die Battery. Wenn wir die jetzt verkabeln, jetzt verkabeln wir das mal alles. So. Hier unten kommt the energy rein. Ja, hier kommt the energy rein. Ich würde da die Umbilical setzen. Umbilical Electric. So. Kein Angel, sondern den. Und dann den Power wieder im Launch Mount direkt angefahren. So. Wir haben die Umbilical für den Fuel vergessen. Machen wir dann. So. Geht hier unten rein. Power. Geht hier oben wieder raus. Und geht da rein. Und kommt hier wieder raus. Und geht von da aus denn ins System rein. So zum Beispiel. Ihr dürft aber diese Leitung mit der Leitung jetzt nicht kreuzen, quasi. So. Zack, zack, zack. Zack, so. Jetzt hier runter, alles eingesammelt, die Engine eingesammelt. Den Pressure Regulator noch dran. So. Und hier die Umbilical für die Treibstoff war in unserem Fall Gas tatsächlich. Gas Socket. Wir müssen den Gas Socket nach da verfrachten. Und zwar so. Man könnte ja die, wie gesagt, alle zeitgleich so machen. Wenn wir die haben, dann setzen wir natürlich auch gleich wieder die.
So, jetzt sitzen alle rechts. Bam, 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 bam. So. Und machen natürlich unser Insulated Rohr. Das habe ich selber gesehen, wie das alles zuging, weil ich Ü gedrückt habe. So, den und runter. Jetzt geht hier die Gasleitung dementsprechend runter und verteilt sich denn auf das System. So, relativ effizient, wenig Platz verschenkt. So, was brauchen wir? Wir brauchen denn noch einen Rocket. Circuit Housing. Was wäre denn dieses hier? Das kann dahin. Wir brauchen eine. Nee, davon brauchen wir sogar zwei. Davon brauchen wir sogar zwei, würde ich empfehlen. So. Ist der da auch dran? Wir brauchen ein Rocket Uplink. So, wo ist es? Wo ist es? Wir brauchen auf jeden Fall ein Avio. Eine Rocket Avio bringen wir noch am Start. So, da ist sie. Das sind quasi ist die Telemetrie, wenn man so will. So, haben wir das hier. Ist die auch angeschlossen. Die angeschlossen. Dann brauchen wir ein Chip. Nur ein. Also bei der Rakete, so wie ich sie jetzt gebaut habe, nur ein. So. Und die nennen wir jetzt nochmal um. So, das ist R3IC Rocket. R3IC RMM. So, perfekt. So, und jetzt müssen wir irgendwo noch einen Link. Rocket Data Link. Platzieren. Da ist er auch schon. Wie ihn platziert, ist eigentlich völlig wurscht. Wichtig ist nur, dass ihr ihn platziert. So, ich würde ihn gerne so platzieren. So. Das wäre meine Rakete. Zack. 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 So, jetzt noch alles verripseln. Da dürfen wir nicht ran, ne? Da dürfen wir nicht ran. So. So. Wir dürfen erst hier unten uns verbinden. So, genau. Weil der Strom geht hier rein, geht in die erste Batterie, kommt von der ersten Batterie in die zweite Batterie und speist dann das Netz. So. Das passt alles. Das ist, sage ich mal, der Grundaufbau der Rakete. Jetzt müssen wir noch eins machen, und zwar wir müssen Rocket Mining Head 1, 2, 3 3 4, 5. Dann nehmen wir uns jetzt mal diese 5 Köpfe, alle 100% haben und basteln die 5 Köpfe an unsere Arme. So.
So, denn müssten wir das Ganze beschriften, aber das ist jetzt mein Aufbau der Rakete. Genau so baue ich meine Rakete auf. Beschriften. Das Beschriften, das machen wir in dem zweiten Teil des Tutorials, beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ob ich das hier anfüge oder nicht oder wie oder was. Aber jetzt haben wir erstmal von A bis Z unsere Rakete aufgebaut. Jo. Wir haben alles drin, was wir brauchen. Das ist eine reine Mining-Rakete. Die kann nichts scannen und nichts und gar nichts. Muss sie ja jetzt auch nicht können, zumindest nicht für mich. Ja, also das ist der reine Miner. Einfach, schlicht, effizient. Je weniger Teile dran sind, je kleiner sie ist, desto besser ist es, desto mehr reicht der Antrieb. Ja, guckt mal, wir haben es ähnlich aufgebaut wie die hier drüben. Ja, das ist halt so. Haben wir irgendwas verbessert jetzt noch? Wir gucken hier mal rein. Nee. Wir haben, die Miner sind an der gleichen Position. Ja, hier habe ich das mit links und rechts gefummelt. Ja, hier sind die Miner ein bisschen effizienter. Die Cargos habe ich direkt. So. Habe ich quasi noch diese eine Zwischenebene, die ich. Ne, die habe ich da ja auch. Die Cargos scheinen hier niedriger zu sein. Ach so, die zwei Batterien sind dafür da links gestopft. Weil das zwei unterschiedliche Cargos sind, was ich mir hier weggespart habe. Ja, dadurch sind die Batterien jetzt bei mir ein bisschen versetzt. Aber ich finde diesen Aufbau besser, weil wir halt weniger Cargos haben, da können wir nochmal Code sparen. Ne? Weil wir halt nicht zwei unterschiedliche Cargo-Typen antriggern müssen, sondern nur noch einen. Den haben wir im Batch gesetzt. Ne? Ansonsten identischer Aufbau, ist also alles super. Gut, ja. Seid auf den zweiten Teil gespannt. Ich hoffe, ihr könnt das erstmal so nachbauen. Den Code gibt's entweder im zweiten Teil. Und ja, für die das Live-Let's Play verfolgen in der nächsten Folge. Also, macht's gut, Freunde. Tschüssi.